Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Das hier ist ein Sony Xperia Z Ultra Smartphone. Und heute wollte ich euch mal eine nette Kabelalternative vorstellen, damit ihr nicht immer beim Laden die Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen müsst. Und wo es das zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, heute zeige ich euch mal dieses Mini-Ladekabel. Das könnt ihr für verschiedene Sony Smartphones benutzen. Kostet jetzt 14,95 €. Und die Lieferung ist kostenlos ab einem Bestellwert von 29 Euro. Den Link zum Produkt, wie immer, im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt direkt auf Amazon. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr es gerne in den Kommentaren posten. Und so wird das Produkt geliefert. Hier macht man mit einer Schere auf, dann kann man das Ganze aufklappen. Und so schaut das dann innen drin aus. Und so schaut das Kabel dann aus. Das hier wird nachher mit dem Smartphone verbunden. Hier sind die Kontakte und hier oben sieht man dann die LED. Ja, und das hier ist ein ganz normaler USB-Stecker. Ja, wir haben hier noch ein Klett, das kann man jetzt hier so aufmachen und dann kann man das Kabel, mein Gott, ist das Ding lang, hier auch nochmal, ja, so auseinander machen. Das hier ist ja das Ladegerät, was bei dem Sony Smartphone mit dabei war. Das wird jetzt einfach mal hier so abgezogen. Jetzt nehmen wir unser neues Kabel, stecken das jetzt einfach hier rein und jetzt kann man das mit dem Smartphone dann verbinden und das kommt in die Steckdose. Ja, hier haben wir jetzt mein Sony Smartphone. Das steckt in so einer 9-Euro Hülle drin. Die ist eigentlich relativ gut, hat noch so eine Standfunktion hier. Die Ecken sind relativ gut geschützt. Nachteil, lässt sich schwer raus bzw. wieder reinmachen. Und hier sammelt sich gerne mal der Dreck bzw. der Rand hier von dem Sony. Der ist ja noch ein bisschen höher. Also wenn jetzt hier mit dem Nagel reingeht, könnt ihr nicht so schön direkt rüberfahren. Das hat das Samsung Galaxy Note 1 damals besser gelöst. Seht ihr ja hier, da kann man einfach so rübergehen, also hier sammelt sich kein Dreck. Sage ich nachher nochmal was zu. So eine ähnliche Hülle für das Sony habe ich auch noch bestellt. Kostet um die 17 Euro. Die hat auch den Kantenschutz viel besser und man kann das Smartphone ja leichter entnehmen oder wieder reintun. Dauert aber noch was, bis ich diese geschickt bekomme. Ja, hier wird ja normal das Smartphone aufgeladen. Das müsst ihr dann hier so aufmachen und hier kommt das Kabel dann rein. Ja, ist eigentlich nervig, immer auf und zu zu machen. Das hat das Samsung Galaxy Note 1 besser gelöst. Zeige ich ganz am Schluss dann nochmal. Und jetzt gibt es ja hier an der Seite dann diesen Anschluss für das eben gezeigte Kabel. Das holt ihr euch jetzt einfach. Hier seht ihr schon, ich habe es in die Steckdose reingesteckt, die LED leuchtet. Und jetzt müsst ihr das so rum dran machen. Das ist magnetisch. Und wenn er das richtig reingesteckt hat, dann seht ihr hier oben, mein Smartphone ist jetzt komplett aufgeladen. Wenn es dieses nicht wäre, würde das rot leuchten. Es gibt einen kleinen Nachteil. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf dem Sofa seid, wollt mit dem Smartphone ein bisschen surfen, dann kann es passieren oder wird passieren, dass sich das Kabel einfach löst, weil das halt nur magnetisch ist. Deswegen eignet sich das Kabel eigentlich nur, wenn ihr euer Smartphone zum Beispiel über Nacht aufladen wollt. Schließt das Kabel ans Smartphone an, dann in die Steckdose mit dem Adapter hier. Ja, und dann einfach hinlegen und dann bleibt das auch dran. Aber ansonsten wird es abgehen und das ist halt nicht so toll gelöst. Ja, nichtsdestotrotz ist ein tolles Kabel. Da gibt es eigentlich gar nichts zu beanstanden. Kostet zwar ein paar Euro mehr, die gibt es schon ein bisschen günstiger, aber ich habe mir jetzt mal dieses gekauft, weil die Rezession auf Amazon, die waren eigentlich relativ gut gewesen. Leichtes Anschließen oder wieder Ablösen vom Gerät. Und hat den Vorteil halt, ihr müsst nicht immer hier diese Abdeckung öffnen. Nachteil halt, kann sich schnell vom Smartphone mal lösen. Ja, wer Interesse an hat,
der kann sich das gerne mal bestellen. Den Link dazu im Text fällt unter dem Video. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Da sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mich jetzt abonniert, verpasst du kein weiteres tolles Video. Hier mal ein kurzer Vergleich. Das Sony Smartphone, und das ist ein Samsung Galaxy Note 1. Das ist jetzt gut 3 Jahre alt. Ich habe mir gedacht, kann man sich mal wieder ein neues kaufen, beziehungsweise einen größeren Bildschirm. Das hatte damals 5,2 Zoll gehabt und das Sony hat ja 6,4, aber ihr seht schon, das ist schon ein richtig großer Unterschied. Da wirkt das Samsung ja fast schon wie so ein Winzling. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Sony so 100% zufrieden bin. Der Preis ist natürlich saugeil. Ich habe nur 230 Euro bezahlt bei Amazon Warehouse Deals. Der Zustand war gut gewesen. Ein paar ganz leichte Kratzer hinten an der Rückseite. Ansonsten war an dem Gerät nichts dran gewesen. Neu kostet das ja 260 Euro. Und wo kriegt man heute schon so ein geiles Handy für 260 Euro? Das hat ja ein Quad-Core drin mit 2,2 Gigahertz, 2 GB RAM, Full-HD. Display, ja, was will man mehr? Also reicht mir vollkommen aus für die Sachen, die ich mit dem Smartphone mache. WhatsApp, E-Mails checken und Internet surfen. Ja, hier sieht man dann halt nochmal den Größenvergleich. Und er ist schon enorm. Ja, was mich ein bisschen stört, ich will nur mal gerade so erzählen, die Eingänge, wenn ihr das Sony aufladen wollt, ohne das nachher gezeigte Kabel, da müsst ihr hier ja an der Seite die Abdeckung öffnen und hier kommt dann das USB-Kabel rein. Finde ich blöd gelöst, man muss das immer auf und zu machen. Da hat Samsung damals die bessere Idee gehabt, das wird hier unten einfach reingesteckt. Des Weiteren stört mich noch ein bisschen, von Samsung bin ich gewöhnt mit der Taste zurück, die liegt hier. Und beim Sony, da müsst ihr dann... So, ich entsperre das mal gerade. Gehen wir mal auf Google. Müsst ihr dann immer hier unten drücken. Und das finde ich halt sehr blöd, weil ich halt hier gewohnt ist. Beziehungsweise wenn man am Surfen ist, muss man immer hier rüber schwenken. Und hier unten ist halt besser angelegt. Und eins geht mir besonders auf den Keks. Und zwar, wenn das Samsung gesperrt ist, drücke ich hier unten drauf. Und bei dem Sony muss ich immer hier an der Seite drauf drücken. Das ist halt sehr, sehr nervig. Aber ansonsten ist es ein wirklich geiles Smartphone, wenn man auf so einen Riesenklopper steht.